Willkommen bei Kingdom Come Deliverance. Und mir ist ein Lapsus passiert, mal wieder. Und zwar war ich die ganze Zeit bei diesem Verseschmied, wiederhole die Verszeilen für den Ledetschkos Schmied. Und habe mich gewundert, dass er die Verse nicht aufsagt. Und der Schmied ist in Wirklichkeit hier. Und kein Wunder, dass sie die Verse nicht sagt. Deswegen, ich werde jetzt nach Sasau runterreiten und nach dem Intro höre ich mir die Verse nochmal an. Das war natürlich auch selten dämlich, was ich gemacht habe, ne? Da ist der Scharlatan übrigens. So, und ich will mit dem gezinkten Würfel unbedingt einmal würfeln. Gott sei mit dir, edler Ritter. Was kann ich für dich tun? Meine Waren kaufen. Mach's gut. Immer mal gucken, ob die was Interessantes so haben. Oh, achtet hier, Vermögen des Händlers 0. Der kann überhaupt nichts kaufen. Was ist das denn für ein Lappen? Oh, das ist ja voll mies. Der kann gar nichts kaufen. Warum handelt er denn dann hier? Sich wirklich so oft waschen mussten, damit die Leute mit ihnen reden, glaube ich doch gar nicht. Da ist das Badehaus. Da müsste hier der Schmied sein. Bald brauche ich neue Schneidersets. Schuster, Schneider, Schmiedeset. Und beim Rüstungsset, da bin ich hier oben, ne? Thank you.
Na, gucke mal. Ich kriege die Sachen wieder repariert, hä? Aber der blöde Schmied haut seine Reime nicht raus. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Ich würde dich gerne etwas zum Vorgang der Härtung fragen. Da gibt's nicht viel zu sagen. Du brauchst das richtige Augenmaß und eine Esse. Deshalb bin ich so neugierig wie du es. Ich hab's von meinem Vater gelernt. Friede seiner Asche. Und hab nicht vor, unser Also ein Familiengeheimnis? Ganz genau. Und so bleibt's auch. Reden wir nicht mehr übers Härten. Gott sei mit dir. Hey, da habe ich aber schon ganz schön welche verloren, was? Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Siehst du, ich wusste, wir werden... So, der will aber anscheinend wirklich seine Reime nicht mehr abspulen. Der Verseschmied. Höre dir die Verse eines Schmiedes an. Wie mache ich das denn, dass der mich nicht sieht? Sie mag auch scheinen, doch Liebste, du gehst niemals ein. Und zum Letzten. Die Sonne versteckt sich hinter dem Haus, ihre Glut wird kalt, ihr Feuer geht aus. Er säuft den Fisch, bricht ihm den Hals, wirft ihn aufs Deck mit viel Gewalt. Brat den Fisch, der Kopf das Beste, Fischschenkel, Fischtitten und all die Reste.
Also, von Anfang an. Die Sonne senkt sich vom Himmel, sacht, wird eins mit der Glut mit aller Macht. Kuttenberg ist weit und fern, drum bleib ich hier, mein Augenstern. Ich schnapp nach Luft, die Füße warm, ich käuf dein Pferd, doch bin zu arm. Die Sonne mag brennen, sie mag auch scheinen, doch Liebste, du gehst niemals ein. Und zum Letzten? Die Sonne versteckt sich hinter dem Haus, ihre Glut wird kalt, ihr Feuer geht aus. Er säuft den Fisch, brich ihm den Hals, wirf ihn aufs Deck mit viel Gewalt. Brat den Fisch, der Kopf das Beste, Fischschenkel, Fischtitten und all die Reste. Was ist das jetzt? Muss ich die jetzt selber lernen, oder? Das ist jetzt eine gute Frage, oder? Also, von Anfang an. Die Sonne senkt sich vom Himmel, sacht, wird eins mit der Glut mit aller Macht. Kuttenberg ist weit und fern, drum bleib ich hier, mein Augenstern. Ich schnapp nach Luft, die Füße warm, ich käuf dein Pferd, doch bin zu arm. Die Sonne mag brennen, sie mag auch scheinen, doch Liebste, du gehst niemals ein. Und zum Letzten. Die Sonne versteckt sich hinter dem Haus, ihre Glut wird kalt, ihr Feuer geht aus. Er säuft den Fisch, brich ihm den Hals, wirf ihn aufs Deck mit viel Gewalt. Brat den Fisch, der Kopf das Beste, Fischschenkel, Fischtitten und all die Reste. Okay, ich glaube, ich muss es mir wirklich merken. Läuft, würde ich sagen. Bei meinem Glück sprach der mich gleich, wie das Verslied ging. Und die hassen mich hier eh schon in Ledetschko. Das wird dauern, sich dort wieder einzuschleimen. Noch trampel erstmal alles platt. Und dann handeln wir beiden. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Mir kam zu Ohren ein Pilger aus dem Heiligen. Überrascht es dich, wenn ich ja sage? Warum fragst du? Ich würde es dir abkaufen. Tja, warum nicht? Keinen Schimmer, wieso ich mich verleiten habe lassen, es zu kaufen. Kann ich behaupten, dass der Schund Glück bringt. Wie wär's damit? Darauf würde ich fast einschlagen. Was sagst du dazu? Das ist zu wenig. Mach's gut. Okay, zwei Schwertteile haben wir. Braucht dies wenigstens nicht laufen. Lebewohl.
So, den Ruf zweimal verbessert, also geht doch. Meister Schmied, ich glaube, ich weiß jetzt, wie man in Sasau das Eisen härtet. Und? Was hast du herausbekommen? Spann mich nicht auf die Folter, rost damit! Der Zauberspruch ist bloß eine Art Eselsbrücke. Damit findet er die richtige Zeit zum Erhitzen und Abschrecken. Da haben wir es. Ich dachte mir schon, dass die Gerüchte über Zauberformeln bloß Unsinn sind. Und, kennst du die Verslein? Vielleicht, aber das ist nicht alles. Er erhitzt das Metall zweimal. Zweimal? Warum tut er sowas? Das wirst du ihn fragen müssen. Aber beim zweiten Mal hat's nicht gezischt, obwohl er das Eisen erhitzt hat. Also der Reim ging in etwa so. Die Sonne senkt sich vom Himmel sacht, wird eins mit der Glut, mit aller Macht. Das klingt wie der Beginn von etwas. Kuttenberg ist weit und fern, drum bleib ich hier, mein Augenstern. Und zwei und drei. Ich schnapp nach Luft, die Füße warm. Ich käuft ein Pferd, doch bin zu arm. Ja, ich glaube, das war's. Die Sonne mag brennen, sie mag auch scheinen, doch Liebste, du gehst niemals ein. Und sieben. Das war der erste Teil. Nun zum zweiten. Die Sonne versteckt sich hinter dem Haus. Ihre Glut wird kalt, ihr Feuer geht aus. So beginnt der zweite Teil, richtig? Er säuft den Fisch, brich ihm den Hals, wirf ihn aufs Deck mit viel Gewalt. Brat den Fisch, der Kopf das Beste. Für Schenkel, für Titten und all die Reste. Und vier und fünf. Und das war's. So ging der Vers. Richtig. Der erste Teil lang und der zweite halb so lang. Das muss ich ausprobieren. Hier ist deine Belohnung und falls du hier Arbeit suchst... Ich überleg's mir, Meister Schmied. 100 Groschen, Wahnsinn. Mach's gut. Okay, aber den haben wir auch abgeschlossen. Sehr schön. Quest. Dann bleibt ja nur noch das Rennen. So, aber einmal möchte ich mit dem gezinkten Würfel spielen. War hier nicht die Gaststätte? Wo ist der Würfeltisch? Komm mal her. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Heute ist mein Glückstag. Ich spür's. Was ist mit dir? So, spielen wir mit. Hier für mich. Also, los geht's.
So, ganz viele Glückswürfel. Warum hat der eine 6 gewürfelt? Ich glaub's nicht. Am Würfeln ist noch keiner gestorben, weißt du? Aber jetzt wird's was. Mal sehen. Das war's. Also den Sinn des gezinkten Würfels verstehe ich noch nicht. Was ist mit den Würfeln los? Ich nehme Bier. Du schreckst vor nichts zurück, was? Okay, das ist richtig schlecht. Aber jetzt wird's was. Mal sehen. Was wohl? Heißes Wasser und eine Bürste. Dafür komme ich ja her, oder? Bei uns im Spiel, wenn wir knobeln, muss man immer mindestens 5 haben. Verlier einfach. Ich hätte es lassen sollen. Das war's. Aber jetzt wird's was. Das Beste kommt noch, mein Herr. Das höre ich gern. Bin fertig. Wenn du nicht aufhörst, auf meinen Busen zu glotzen, schielst du bald. Ich hab bezahlt. Warum soll ich nicht glotzen? Tja, du willst doch sicher nicht reinkommen und reinschauen, wie er aufhört, oder? Mal sehen. Was ist mit den Würfeln los? 400 noch, ha? Huh? Herrlich. Nichts über ein heißes Bad.
Denk mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Was wäre das Leben ohne Lauf? Herr, das ist ein Badehaus, kein Lusttempel. Mag sein, aber Dirne bleibt Dirne. Heilige Mutter Gottes, wieso bestrafst du mich? Also, die neuen Würfel funktionieren bestens. In dem Sinne würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Und dann, ja, sollten wir uns mal vielleicht hier berichten. Und dann suchen wir unseren Freund Timmy auf. Das ist das Buch, das muss ich klauen gehen. Finde einen Übersetzer und da ist Timmy. Also, gehen wir hier den Weg beim nächsten Mal so hoch. Bis zum nächsten Mal bei Kingdom Come Deliverance.